Eine Überschwemmung hat Wohngebiete im Westen Hamburgs überflutet. Einige Einwohner konnten sich auf Häuserdächer retten und benötigen Hilfe. Mehrere Personen drohen zu ertrinken. Fahrzeuge sind versunken und müssen geborgen werden. Aufgrund der Katastrophe wurde die Ölplattform beschädigt und droht zu explodieren. Ölteppiche haben sich auf der Wasseroberfläche gebildet und Brände sind ausgebrochen. Retten Sie alle Opfer und verhindern Sie die Explosion. So, Halli, hallo, Hallöchen, auf dem Kanal der Unlucky Nerds, wieder mit Emergency 5. Ja, wie schnell das auf einmal passieren konnte, ich weiß es nicht. Ja, irgendwie ist jetzt West-Hamburg überflutet. Aber wirklich echt vom Feinsten. Ich weiß gar nicht, wie geht's dort denn? Auf einmal, gerade war noch alles in Ordnung und jetzt ist hier Halligalli. Ach du Scheiße. Ja, alles klar, gut. Das wird wahrscheinlich eine etwas schwierigere Mission. Ich werde jetzt im Pausenmodus, den wir in der letzten Episode schon kennen und lieben gelernt haben. So, ihr löscht mal hier besser. Sofort. Zack. Dann, ja, scheiße, wir brauchen Krankenwagen, wir brauchen jede Menge Krankenwagen. Rettungshelikopter, die konnte ich kaufen, ja. So, ich werde das jetzt einfach mal... Komm, wir lassen das jetzt einfach mal freien Lauf hier. So. Wird gemacht. Hier wollen wir eine Basis setzen. Jawohl. So, wir brauchen den Berge-Hubschrauber. Hier hin. In Ordnung. So, hier sind überall Leute. So, und wir brauchen das gottverdammte Feuerwehrboot. So. Senden. Ja, wo können wir denn runterlassen? Ich weiß es nicht. Stimmt. Hier muss es da irgendwo eine Möglichkeit geben, das Ding runterzulassen. Wir sollten ein Motorboot einsetzen, um ertrinkende Personen aus dem Wasser zu retten. Ein Feuerwehrtaucher kann Ertrinkende auch an Land bringen, benötigt jedoch länger und kann nur eine Person transportieren. So, genau. Transportfahrzeug mit Taucher. Der kommt hier hin. Bin dabei. So, komm runter. Bin bereit. Runter. Müssen wir erstmal die ganzen Menschen hier retten. Können wir die rausholen? Nein. Aber wir können hier die Leute retten. Ist in Arbeit. Mit einem Bergungshelikopter können wir die Personen, die sich auf Häuserdächer gerettet haben, sicher an Land absetzen. Wir sollten so schnell wie möglich die Verletzten unter ihnen retten, bevor diese zu schwach werden. So, hier brennt es fleißig. Irgendwie brauchen die Feuerwehrboote aber unheimlich lange. So. Höre. Aussteigen. Wird erledigt. Was geht's? Aussteigen. Sofort. Bin bereit. Aussteigen. Oh scheiße, das war halt gut. Nein. Aussteigen. Ist in Arbeit. So, jetzt kann es so ein wenig losgehen, finde ich. Kein Problem, alles klar. So, das sieht sehr gut aus. So, das erste Boot kann eigentlich anfangen zu löschen. Hier. Ein Feuerwehrtaucher kann an flachen Ufern ins Wasser gelangen, um an Stellen mit aufsteigenden Luftblasen nach versunkenen Fahrzeugen zu tauchen. Bin dabei. So, haben wir jetzt, ist Feuerwehrtauch-Moped schon hier. Was geht's? So, wir müssen hier die Leute retten, verdammt nochmal. Jawohl. So, wie sieht's denn aus mit dem Boot? Was geht's? Das können wir hier zu Wasser lassen. Was geht's? Du kommst hier hin. Verstanden. Erwarte Befehle. So, hier wird fleißig gerettet. Ach, den scheiß Kran, ne? So, der kommt hier hin und dann werden wir hundertprozentig auch einen Rüstwagen brauchen. Jawohl. Ich würde einfach mal sagen, an der Mission sitzen wir ein bisschen länger dran. So. Zack. Jawohl. Was geht's? Aussteigen. Komm, steig aus. So, da ist der Taucher. Tauch mal hier. Verstanden. So, das Schöne ist, die Personen werden hier schon behandelt. Bin bereit. Verstanden. So, du sammelst jetzt mal auf da. Alter, geh doch mal noch... Ja, komm. Lass einfach. Lass gut sein.
Wir regen uns jetzt nicht darüber auf. So, er sammelt schön die Person auf. Hier ist noch eine Person. Okay. So, wird hier gelöscht. Was geht's? Kein Problem. Ja, hier wird gelöscht. Schön, die sind dabei. So sind wir alle nicht ganz untätig. So, wo können wir die Person denn mal hier... Ja. Vergessen Sie nicht, den Rettungshelikopter einzusetzen, um versorgte Opfer schneller ins Krankenhaus zu befördern. Was? Der Rettungshelikopter transportiert außerdem einen Notarzt und ein Sanitäterteam. Jawohl. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Wo ist der Hubschrauber? Hast du schon wieder ein paar? Verstanden. So, die ersten Leute sind abgesetzt. Jetzt kommen die nächsten. So, ich glaube, hier ist auch noch eine verletzte Person. Was geht's? Okay, er macht das schon. Wo ist der Taucher gerade unterwegs? Ich weiß es nicht. Wo ist der Taucher denn gerade? Es spielt ja auch keine Rolle, wo der Taucher gerade ist. Der wird wohl schon seine Arbeit machen. So, jetzt sehe ich aber gerade, hier ist glaube ich noch jemand Verletztes drauf. Wird erledigt. Ich komme hier noch erstmal den. Da ist der Taucher. Der Kran ist auch schon da, sehr schön. Höre. Wird erledigt. So, gut, gut, gut. Bin bereit. Unser Taucher hat unter Wasser ein Objekt gefunden und über der Fundstelle eine Boje auf dem Wasser gesetzt. Das Objekt muss mit Hilfe des Bergefahrzeugs an Land gehoben werden. Bin bereit. So, jetzt kann der die Person erstmal wieder rauslassen hier. Wo machen wir das denn? Alles klar. Ja. Wird erledigt. So. Unser Taucher hat nichts im Wasser gefunden. Was geht's? Dann verstanden. Guck mal hier. In Ordnung. So, was macht das Boot? Wo ist es denn? Sehr schön. Direkt erstmal die nächsten Leute hier ablassen. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. So, da haben wir auch schon den ersten Rettungsschereneinsatz. Die ganzen Leute noch drauf, ne? Unser Taucher hat nichts im Wasser gefunden. Ist in Arbeit. Bin bereit. So, dann suchen wir an der nächsten Stelle. So, da werden die nächsten Verletzten abgeladen. Hast du mich verstanden hier? So. Okay. Das sieht nach jeder Menge Spaß aus. Ja. Gut, gut. Das sieht so aus, als hätten wir doch einigermaßen alles unter Kontrolle hier. Unser Taucher hat unter Wasser ein Objekt gefunden und über der Fundstelle eine Boje auf dem Wasser gesetzt. Das Objekt muss mit Hilfe des Bergefahrzeugs an Land gehoben werden. Bin bereit. So, sonst hast du aber... Scheiße. Alles klar. Okay, ist wahrscheinlich mehr zu tun. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Höre. Erwarte Befehle. So, hier ist auch schon ein Verletzter drin, glaube ich, oder? Was geht's? Komm, aussteigen. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. So, haben wir noch einen Arzt? Wir brauchen noch einen Arzt. Höre. Okay. Was geht's? Bin dabei. So. Unser Taucher hat nichts im Wasser gefunden. Löschst du hier überhaupt noch? Du löscht überhaupt nicht mehr. Kein Problem. So. Also guck, wie sieht es jetzt mit den ganzen Verletzten aus hier? So. Sehr schön. Was geht's? Sofort. Bin bereit. Zu Befehl. So, so, so. Erwarte Haben wir Befehl. Hier noch irgendwelche Leute irgendwo drauf? Gut, dann hätten wir das nämlich auch. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis.
Kein Problem. Setz die Leute mal hier ab. Unser Taucher hat nichts im Wasser gefunden. Erwarte Befehle. Okay. Und ich glaube, wir brauchen einen neuen Krankenwagen. So. Schneide da schon raus. Sehr schön. Was geht's? Und ich glaube, jetzt kommt das letzte Loch. So. Da ist die nächste verletzte Person. Ja, da geht's wirklich nur noch. Unser Taucher hat unter Wasser ein Objekt gefunden und über der Fundstelle eine Boje auf dem Wasser gesetzt. So, dann kannst du wieder zurück. Das Objekt muss mit Hilfe des Bergefahrzeugs an Land gehoben werden. Bin bereit. Sofort. Und das Bergefahrzeug kommt wieder zum Einsatz. Erwarte Befehle. Was geht's? Was ist denn hier drinne? Höre, wird erledigt. Ach, da ist schon ein Verletzter drinne. Okay. Muss man ja auch erstmal wissen, ne? So, das Feuer breitet sich hier ohne Ende aus. Ja, kein Problem. Soll man sich denn darauf konzentrieren? Da können wir uns auch zum Schluss drum kümmern. Was geht's? Wo bleiben denn die Krankenwagen? Erwarte Befehle. Okay. So, sehr schön. Aussteigen. Höre. Wird gemacht. Was geht's? Alles klar. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Bin bereit. Einsteigen. So, es könnte natürlich sein, dass wir unten jetzt einen Notarzt brauchen. Ja, der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zum. Aber im Großen und Ganzen sieht das doch ganz gut aus. Wo kommt er denn her? Erwarte Befehle. So, was fehlt denn jetzt da? Was bist du? Du bist ein Notarzt. Wird gemacht. Höre. Dann musst du sofort hier rein. Oder sehe ich das falsch? Das ist ja ein Durcheinander hier. Bin bereit. So. Ja, das sieht auch sehr gut aus. Ja. Du kannst die Leute ruhig alle. Der Rettungstransportwagen bringt das auslassen, muss aber nicht. In der Basis. Erwarte Befehle. So, komm, du erstmal weg. Dann holen wir den nächsten hier hin. Alles klar. Alter. Und hier oben war, glaube ich, gerade ganz fiese Form an. Jawohl. Ja. Zu Befehl. So, löscht das mal. Siehst du, dann geht das nämlich da los. Aber ist mir egal. So, damit müssten wir das alles jetzt hier. Höre. Ja, wird gemacht. So, kannst du hier vielleicht mal den hier oben nehmen? Bin dabei. Bin bereit. Aussteigen. Zu Befehl. So, dich brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Dann können wir mal so ein bisschen. Ah, du Scheiße. Höre. Okay, es wird ja doch gelöscht. Da können wir uns gleich vollends drum kümmern. Ja. In Ordnung. Warum bewegt ihr euch jetzt nicht? Bin bereit. Man weiß es nicht so genau. Bin bereit. Aber im Großen und Ganzen sieht das doch echt ganz gut aus, ne? Bin bereit. Jawohl. Höre. So, Notarzt brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Der kann auch hier rein. Verstanden. Bin bereit. Höre. Okay. Mhm. Haben wir sonst noch? Ich glaube, wir haben noch zwei Verletzte. Das wären noch zwei Wagen. Die kommen hier hin. Höre. Du kannst dann. Bin bereit. Hast du gerade verstanden, was ich gesagt habe? Du kannst hierhin. Bin dabei.
Ja. Du kannst hier hin. So, dich brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Es sei denn, da kommt noch irgendwas. Höre. Okay. So. Jawohl. Ach so, die. Bin dabei. Der Rettungstransport. Bohrstation an sich, die brennt auch noch. In der Basis. Aber das spielt ja keine Rolle. So, wir haben noch Verletzte hier. Uns fehlt auch, glaube ich, noch ein Arzt. Der ist hier. Was geht's? Verstanden. Bin bereit. Erwarte Befehle. So, sehr schön. Was geht's? Du kannst auch weg. Alle Personen auf Dächern mit dem Bergungshelikopter retten und an Land absetzen. Ja. Erwarte Befehle. Das möchte ich gerne machen. Wo kann ich das denn machen? Bin bereit. Ja? Ja? Bin bereit. Bin bereit. So, absetzen. So, lass die Leute mal raus hier. Zu Befehl. Ah, so geht das hier. Okay. Muss der auch erstmal drauf kommen. Geflutet, aber nicht gerührt. Okay. Ja. Das heißt, wir sind wahrscheinlich gut dabei. Bin dabei. Was geht? So, ihr steigt mal aus. So, hier wird gelöscht. Ich weiß zwar nicht, wie der Status hier gerade ist. Ach, der ist da, okay. So, alle rausgelassen. Dann kannst du auch zurück. Du auch. Verstanden. So, hier geht es also wirklich nur noch um den Brand. Ah, sehr schön. Sah stressiger aus, als es war. So, jetzt müssen wir das nur noch löschen hier. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. So, alle Brände löschen, 5 von 6. Löscht das überhaupt? Irgendwie tut sich hier noch nichts. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Vielleicht muss man das mal aus einer anderen Perspektive löschen. Kein Problem. Ah ne, er löscht. Dann hau mal drauf. Halt drauf, immer schön draufhalten. Ja, geil. Bin bereit. Ihr könnt auch nach Hause. Jawohl. Jetzt geht's wirklich nur noch darum, diesen einen Verletzten zu Hause abzusetzen. Da gehen wir wieder auf unsere Standardansicht hier. Ja, das war ja wirklich echt eine stressige Mission, muss ich ja mal sagen, mit sehr vielen Verletzten. Wir hatten 11 Verletzte, 6 Brände, das geht nur, 6 Personen auf Dächern, 6 Ertrinkende, 3 versunkene Fahrzeuge, leck mich in den Tisch. Also da ist einiges bei rumgekommen. Boah, ich bin auch nass geschwitzt. Bin gleich mal gespannt, wie lang die Aufnahme ist. So, ja, und dann kommen die letzten beiden Wagen rein. Was bist du? Ach, du bist das Boot. Hervorragend. Sie haben alle Aufgaben makellos gemeistert. Und es gab eine Goldmedaille. Zwar nur knapp, aber es gab eine Goldmedaille. Ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß in dieser Episode und seid auch in der nächsten Episode mit dabei. Obwohl, schauen wir mal. Kommt ein neues Einsatzgebiet? Heute beginnt ein neues Volksfest in der Stadt. Nein, es kommt kein neues Einsatzgebiet, deswegen machen wir mal auf Pause. So, ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Euer Xodus. Ciao.